So und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von City Skylines. In der letzten Folge bzw. in den letzten Folgen haben wir hier ja doch so einiges umgebaut. Ja, und geschaut, was wir hier so machen können mit unserem ja schönen Verkehr, der sich jetzt gerade wieder anfängt hier zu stauen. Es ist blöd. Naja, genau, wir hatten hier angefangen, den Kreis oder die Kreisverkehre zu bauen, um unsere Fahrzeuge hier etwas zu entlasten. Okay, der kommt hier irgendwie von der Spur nicht mehr runter. Dann machen wir eine Sache einfach mal. Wir machen hier vorne den ersten Teil nochmal dreispurig. Dass wir dann hier doch erstmalig sehen können, hey, das funktioniert alles wunderbar. Und dann ziehe ich das auch einfach hier hin. Dann ist das hier fast ein gerader Weg für die. Sieht zwar nicht so aus, aber es ist ein fast gerader Weg im Normalfall für die jetzt. So, wenn die sich jetzt hier bitte mal den Weg aussuchen würden, wo sie hinfahren und das nicht mehr zum Stocken käme, wäre ich schon sehr zufrieden. Ich höre auch die ganze Zeit immer wieder ein Helikopter fliegen. Ah. Okay, hierhin staut sich es gerade. Genau, wo hatten wir aufgehört? Wir haben hier noch keine Verbindung. Graues. Ah, hier ist er. Das heißt, da müssen wir auch noch auf jeden Fall einmal was machen. Und wir haben immer noch ein gleiches Problem scheinbar. Das müssen wir auch nochmal irgendwie machen. Aber, um jetzt ein weiteres Problem erstmal zu lösen, machen wir zwei Sachen. Ich überlege, mache ich daraus zwei Sachen oder lasse ich nur eine? Ha. Auf jeden Fall mache ich erstmal eine Sache, um das so zu formulieren. Wir nehmen von hier hinten einmal einen Abzweig graus. Ja, es wirkt jetzt ein bisschen hardcore. Aber das ist okay. Zack, und dann nehmen wir den Pfeiler. Schieben den jetzt hier hinten dran. Und dann nehme ich hier einfach diese Ausfahrt, die wir da haben. Und ziehe die hier einfach mal durch. Ja, es sieht ein bisschen wahnwitzig aus. Ich muss das jetzt nur noch von der Höhe halt alles anpassen. Weil ich würde hier gerne nämlich einen Weg durchhaben. So machen wir das, glaube ich, am besten, ne? So, das heißt, move it aus. Den wir dann hier unten irgendwie mit anschließen können. Dann haben wir hier erstens so einen kleinen, schnelleren Weg. Oh. Dann machen wir das hier doch nochmal ein bisschen anders. Das dürfte sogar hinhauen. Jetzt drehen wir das Ganze nur noch einmal in die andere Richtung. Dann sollte ja der Verkehr, der hier rüber will, oben drüber einfach fahren, oder? So, jetzt ist hier unten natürlich wieder eine Ampel. Aha. Das sollte ja so ein bisschen Entlastung hier wenigstens reinbringen. Ja, der erste ist hier durch. So, jetzt bitte fahr auch noch der Rest hier drüber. Ja, da die nächsten kommen. Und das löst sich dann hier immer wieder auf. Und das sorgt dann hier dafür, dass sich hier keine Staus mehr bilden sollen. Das hat also eigentlich alles nur Vorteile. Kommt Speicher. Dann nehmen wir hier hinten die Ampel auch raus. Und machen dann hier einfach mal die Beschreibung einfach auf den. Obwohl auf den brauche ich dann noch nicht mal. Ups. Den nehmen wir mal raus. Dann können die nämlich nur noch in zwei Richtungen fahren.
Okay. Achso, das sind noch diese Nachzügler, die da kommen. Genau, und jetzt sollte das hier keinerlei Probleme mehr verursachen. Aha. So, genau, der Verkehr, der in die Stadt muss, fließt ganz gut ab. Genau, und dann machen wir hier einfach mal das weg und dann hat sich das... Und ich hätte zu gerne den Rico-Mod drin, aber irgendwie funktioniert der in der Kombination mit irgendwas nicht, weil der Rico-Mod schmeißt die ganze Zeit Fehler. Das ist ja das, was wir eigentlich die ganze Zeit nicht haben wollten oder immer noch nicht haben sollten. Das ist halt einfach nervig, so. Das mal auch nochmal weg, das auch. Und... So. Ups. Ja. Dann versuchen wir hier in dieser Folge nochmal so ein bisschen Wohngebiet, beziehungsweise dieses Gebiet hier auszubauen. Nein, ich versuche hier nicht alles hochzuziehen. Aber etwas könnte man ja hier ausprobieren, dass man das halt nochmal ein bisschen höher bekommt. Ja. So. Genau, den Rest hatten wir schon, das haben wir schon. Dann haben wir das so ein bisschen. Okay. Nicht wundern, falls es gerade leckt. Mein Aufnahmeprogramm ist jetzt gerade dabei, ganz, ganz viel Leistung von der CPU abzufordern. Hey, cool. So, wieso schaut sich's jetzt hier hinten? Auch wegen der Ampel. Wegen der Ampel. Und wegen den Bussen. Hallo, fahrt doch mal da richtig dran, ey. Gut. Jetzt hätten wir im Normalfall keinen Stau mehr, aber dann machen wir die halt auch noch raus. Dann verursachen wir da halt auch keinen Stau mehr. Das nennt man Reduzierung aller möglichen Hindernisse im Extremfall. So. Ja. Es ist halt jetzt nicht das Schlechteste, ne? Staut sich hier sonst wo irgendwie noch großartig? Naja, nicht wirklich, ne? Nö, hier hinten sieht das alles super aus. Na gut. Ja, aber hier sind auch die Straßenbahnen mit Schuld. Weil die alle einen Extra-Takt hier bekommen. Hier müssen wir allgemein noch weiter ausbauen, die Straßenbahn. Das müssen wir nochmal machen. Wir müssen allgemein hier nochmal den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Was wollte ich für diese Folge machen? Ich wollte... Genau, ich wollte hier unten... diese Geschichte hier weiter ausbauen. Da hatten wir in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge... hier ja schon mal angefangen, bis hier hinten hinzubauen. Oh, hier fährt sogar ein Auto. Wow. Fazi-Firma. Firma ist da unten, okay. Und hier wollten wir dann halt auch noch ein Kreuz rein haben und dieses Kreuz haben wir halt noch nicht gebaut gehabt, ne? Damit ich jetzt hier überhaupt irgendwas sehe und damit ihr auch was seht, mache ich mal kurz Tag. Ich finde das ein bisschen nervig. Ups. Das irgendwie von... vornherein immer Nacht eingestellt ist. Das ist überhaupt nicht nervig. Zack. Dann nehmen wir jetzt hier 3. Zack. Dahin. Dahin. Genau, und dann machen wir von hier aus nach rechts gehend, oder hier vorne nach rechts gehend, einen Abzweig, wo wir auf die andere Autobahn gehen. Ups, Tree and Prop Anarchy mache ich mal kurz aus. Wo wir dann einfach hier halt hingehen können, sagen, das gefällt mir. Das gefällt mir gar nicht. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal.
Passt sich der Boden eigentlich von der Höhe an? Ja, der passt sich an. Wie cool. So. Dann machen wir Move it mal wieder aus und dann ziehen wir das Ganze hier einfach mal rüber. Und ja, wir müssen etwas hochgehen. Zack. 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 Okay. Dann haben wir das hier schon mal hergelegt. Und jetzt machen wir dasselbe wie auf den anderen Ecken auch schon. Wir gehen dann halt hier wieder zurück. Ja, ich mache die Strecke länger als eventuell nötig. Dann können wir einfach immer noch im Notfall ein Stück abschneiden, kürzen, sodass es dann halt passt, ne? So. 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 Ja. Das heißt also, hier werden wir dann auch eine Möglichkeit haben, um dann hier zu sagen, cool, ich würde hier aber gerne rübergehen. In dem Fall machen wir das dann so. So, Steigung, Slope. So, dann hier nochmal anheben. Dann machen wir das jetzt einfach ein bisschen angenehmer für die Leute, die hier hoch wollen. Dann können wir hier auch die Steigung relativ gut umsetzen. Ne? Oh, wie schön wir das gebaut haben. Ne? Ja. So. Zack. Zack. Okay, da meckert er so ein bisschen rum. Ja, dann müssen wir das halt irgendwie so machen. Zack. Genau, dann machen wir... Achso, das wirkt halt nur so ein bisschen schräg. Ich wollte gerade sagen, hier oben ist das aber irgendwie schräg. Dann machen wir hier einfach noch einen Abzweig jetzt unten rein. Dass die Strecke hier weggeht. Nach zum Beispiel da. Alter, wie perfekt das ist eigentlich. Halt nur noch so ein bisschen von der Höhe hier und da anpassen. Aber das sieht echt nicht schlecht aus. Jetzt fehlt nur noch eine und die ist von hier drüben nach hier. Hm. In dem Fall machen wir die, glaube ich, sogar unterirdisch, oder? Also hier unten durch einmal. Dann müssen wir nur mal gucken, dass wir da unten mit keiner Straße oder sowas kollidieren. So, dann machen wir hier einfach mal die simple Brücke wieder raus. Da kollidiert er damit. Zack. Ja, das sollte reichen, oder? Sollte locker gehen. Problem wäre es, wenn es dann auf einmal nicht geht. Und ich mir dann so denke, geil.
sollte eigentlich nicht der Fall sein. So, ja, das ist jetzt ein bisschen hoch, aber lieber etwas zu hoch als gar nicht. Und das können wir ja immer noch hier manuell immer runtersetzen. Von daher ist es ja auch nicht das Ding. Zack, jetzt haben wir hier noch irgendwo ein... Joa, den verschieben wir. Dann machen wir das. Ja, das sieht super aus. Jetzt gehen wir hier einfach wieder hoch. Zack. Ja, da. Nein, da. Dann gehen wir hier auch noch runter. Ja, das sollte hier okay sein, ne? Hier sieht das aus, wenn ich den jetzt hier dreispurig mache, den vorderen Teil. Sieht gar nicht so schlecht aus. So, okay. Dann sind wir bis hier drüben und dann machen wir jetzt die letzten Meter. Irgendwie. Wir können, das ist eigentlich die Idee, in diesen Abschnitt, beziehungsweise machen wir gleich die andere Seite auch noch mit, wir können in dem Abschnitt das super gut machen, dass wir zum Beispiel hier von unten ankommen und sagen, hey, cool, wir haben hier mal was Neues. Ich hätte hier gerne folgende Bereiche. Ups, das mache ich mal aus. Ich hätte jetzt hier aber gerne mehr als nur einen. Muss ich das jetzt hier durchklicken? Nee, ich will das doch gar nicht. Beziehungsweise ich will die Nachricht nicht. Lol. Mann. Okay, dann machen wir das hier wieder einzeln. Und dann haben wir das. Das dürfte sehr interessant werden, wie das am Ende aussieht. Wenn die Autobahn hier unten durchgeht, beziehungsweise der Anschluss unter der anderen Linie ist. Und zack. So. Haben wir den weg. Genau, hier hinten haben wir noch. Das hier hatten wir auch keine mehr. Und dann geht es jetzt hier zum witzigen Teil. Und zwar hätte ich gerne hier irgendwie eine Straße hoch. Und das bitte ohne Tunnel. Also so weit wie möglich ohne Tunnel, ne? So machen wir das erstmal so.
Ich hätte jetzt hier aber gerne keinen Tunnel. Okay, wir machen es anders. Ja, es mag jetzt gerade wieder für einige so sein. Daniel macht ja gar nichts richtig. Ich versuche hier eine andere Möglichkeit zu finden, unsere Gegend hier schöner zu machen. So, ne? Ja, das muss dann halt hier auch noch so ein bisschen. So. Ja, das dürfte jetzt aber kein Tunnel mehr werden. Da. Und dann bis da. Jetzt beginnt es hier mit dem witzigen Teil. Diese ganzen Höhen halbwegs anzupassen, dass man hier sagen kann, cool, wir haben ja wenigstens eine Verbindung. Die in eine Richtung geht. Ja. So, nicht wundern, ja, ich mache das jetzt hier als Brücke. Dann sind wir hier wenigstens ein Teil los. So. Genau. Was ist hier noch das Problem? Die wollen irgendwie alle auf dieselbe Höhe immer. Auf der Dreisprungstraße ist blöd. So, aber das ist eigentlich gar nicht das Problem. Wir haben noch keine Abfahrt zum Beispiel hier hinten hin. Das wollte ich eigentlich sagen. Sonst hätten wir hier einfach eine Verbindung gleich machen können, dass wir hier sagen, hey, cool, passt. Dabei fehlt hier noch die Hälfte. So, die Frage ist, reiße ich das jetzt auf? Komm, wir sind mal so cool, wir reißen das mal auf. Dann sage ich hier, ich hätte gerne einmal die Höhe von dem hier. Und passe mich dem jetzt hier irgendwie an, was ich hier habe. So, ne? Soweit da. Das darauf, den da auch, da gut. Das heißt, hier sind wir eigentlich soweit durch, dass wir hier sagen können, der Abschnitt wäre soweit, dass wir hier sagen, ja, die Autos dürfen jetzt da auch durch. Ich sollte das Spiel nicht weiterlaufen lassen. Sonst haben wir hier einfach keine Leute mehr. So. Dann könnte man ja mal gucken, wie das jetzt hier aussehe. Ja, das sehe gut aus. Dann wird das hier wahrscheinlich genauso perfekt aussehen. Genau. Und dann müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir von hier runterkommen. Vielleicht oben drüber. Ja, bleibt ja uns, glaube ich, einfach nichts anderes, ne? Aber da müssen wir dann etwas anders vorgehen.
So. Ja. Das ist okay. So, sagen wir einfach, ist okay dabei. Passt hier einfach noch gar nichts. So. Zack. Und das könnte man dann garantiert ganz easy hier auch wieder zu einer normalen Straße machen. Und dann hätte man hier auch diese Hügelecken und Kanten nicht. Oder? Wartet mal. Genau, okay, das hätte man dann also nicht mehr. In dem Fall die Brücken oben lasse ich einfach mal so, aber die Strecke hier runter auch zum Beispiel einfach mal wieder umändern. Und hier hinten dann dasselbe. Gut. Hatten wir noch irgendwo was über den Boden? Nee. Nee. Okay. Das heißt, hier können wir dann wieder steil ansetzen. Und dann machen wir hier einen Abzweig. Oh. Wo ich denn erstmal irgendwie hier rüber muss, ne? Wartet mal. Wenn ich den bis hier hin mache. Da haben wir sogar perfekt einen LKW unter. Das heißt, hier können wir dann mal schauen. Dass wir hier eine Ebene finden. So. Gut, dann hier wieder anpassen. Da und dann können wir bei dem runter. Oder vielleicht auch schon bei dem. Ja, das ist auch möglich. So. Zack. Dann müssen wir doch irgendwie nochmal das etwas steiler machen, sonst sind wir hier in 10 Jahren immer noch nicht unten. Ups, nee. Runter. 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 So sieht das gut aus. Dann haben wir hier nämlich erstmal alle Strecken wieder angeschlossen. Können den jetzt hier wieder mit dem Terra-Tool sagen, ha, ich hätte hier gerne nochmal ein bisschen was flacher. Ein bisschen was anders. Und dann können wir hier nämlich ganz einfach eigentlich auch diesen Berg hier wegmachen, ne? Beziehungsweise von der Steilheit halt anpassen. So, genau, dann haben wir da nur noch einen leichten Hügel. Dann machen wir hier diese Anpassung auch. Ja. Und dann das hier nochmal rückgängig.
Zack. Dreimal dürft ihr raten, was fehlt. Eine Abfahrt hier unten irgendwie noch. Da muss man sich jetzt aber echt überlegen, wo man die anschließt. Weil eigentlich ist das hier auch schon wieder so... Ja, hier ist die Ausfahrt schon wieder an der falschen Stelle, ne? Wir sollten hier nochmal das Ganze überdenken. Also die Straße hier unten lassen wir auf jeden Fall durch. Den Kreisel lassen wir auch. Nur wir sollten halt uns überlegen, ob wir die Ausfahrt und Auffahrt nicht doch ein bisschen woanders hinsetzen wollen. Vom Punkt her wären sie ja, oder sind sie ja da nicht schlecht, aber es geht halt immer besser. Und in dem Fall würde ich halt dieses besser gerne mal ausnutzen. Und einfach sagen, komm, wir machen das hier einfach so, dass es hier das Beste wird. So. Dann gehen wir jetzt hier runter. Dann gehen wir da auch einen Tucken runter. Da müssen wir ja gar nicht so viel anders machen, ne? Vielleicht machen wir hier vorne auch noch Land hin, damit es einfach viel besser aussieht. So, die Frage ist, fährt dann hier auch irgendwie einer drauf, ja oder nein? Also hier fahren auf... Hä? Uwe, den können wir wegmachen. Den können wir auch wegmachen. Da haben wir wohl irgendwie durch das Geklicker doch ein bisschen was gesetzt, was noch nicht gesetzt werden sollte. Jetzt move ich hier wieder aus. Jetzt kann ich hier auch wieder sagen, jo. Dann machen wir das hier einfach. Zack. Ja, dann... Was ist denn jetzt... Hier, wie habe ich die denn abgerissen? Verstehe ich nicht. Gehen wir jetzt hier einfach wieder von der Höhe etwas dran. Ach, da ist jetzt auch noch einer. So. Nee. Es passt hier irgendwie noch nicht so. Also es sieht zwar nicht schlecht aus, aber es ist halt auch nicht so, dass ich sage, ach ja, das ist jetzt hier genau das, was ich mir halt gewünscht habe, ne? So. Genau, jetzt haben wir hier auch eine neue Verbindung. Und ich frage mich ja, was passiert, wenn wir diese Verbindung bis hier hinten irgendwie Richtung Industriegebiet legen würden? Oder dann sagen würden, ja, das bringt genau den Erfolg, den wir jetzt gerade suchen. Oder sagen wir, ach, das bringt gar nichts. Vergessen wir einfach. Wäre noch so eine Frage.
die ich mir auf jeden Fall stellen will. So, was machen wir jetzt hier erstmal? Wir machen hier erstmal das hier dran. Ups. Wir machen das, um einfach zu schauen, ob hier dann auch Verkehr nach hier hinten rein will. Ja, so. Ja, da kommt ein Fahrzeug. Vielleicht lag es auch einfach die ganze Zeit daran, dass wir halt noch keine Querverbindungen hatten, haben. Dass sie sich halt hier immer gestaut haben, ne? Da müsste ich jetzt aber auch überlegen, ob wir die Autobahn jetzt nicht einfach hier weiter ausbauen, hier dann eine ordentliche Abfahrt machen und dann hier zum Beispiel nochmal irgendwie eine und die dann halt nochmal versetzen. Aber die Kreise bleiben auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Das wäre halt jetzt die Frage, weil hier müssten wir dann eh nochmal runter Richtung der anderen Gebiete dann auch hier in Bezug auf, wie können wir eventuell weitergehen als nächste Abdeckung, weil wir haben ja nur hier hinten den Weg durch. Deswegen. So, wie viel 55.000 Leute brauchen wir? Das heißt also, wir dürfen nochmal ein bisschen ausbauen. In dem Fall mache ich das sogar eiskalt mal hier vorne. Weil wir müssen ja irgendwo mal weiterkommen, ne? So. Ups, das wollte ich gar nicht. Und dann machen wir auch hier den Teil mit. Und dann kann man ja hier notfalls nochmal eine Querstraße einbauen. Nö, Boden. Zack. Genau, hier hinten ist es jetzt die Frage, ob man jetzt hier sagt, wir bauen hier noch so eine große Straße lang. Dann könnten wir auf jeden Fall auch die Massen reduzieren, die da halt hinwollen, ne? So. Sorry. Und dann machen wir das, dann sagen wir hier nochmal Hi, du darfst doch bleiben. Vielleicht nur ein bisschen versetzt. So. Dann hier dasselbe. Und dann schieben wir dich einfach dahin. Hat das irgendwas aus? Nö. Das ist super. Was super, oder was noch nicht so super ist, ist das hier. Da sollten wir nochmal gucken. Irgendwas ist hier schief. Naja. Okay, ich lasse das jetzt erstmal so. Wir sollten auf jeden Fall hier hinten dann auch schon die ersten LKWs halt durchkommen. Und Transporter, dass wir da auch eine Entlastung haben. Genau. Und was wir ja auch wissen, der meiste Verkehr, der hier reinfährt, fährt hier oben mit hin. Ne? Oder ein Teil, ein Großteil fährt da oben mit hin. Das heißt, wir müssen eh hier oben nochmal ausbauen, auch wenn wir hier weiter noch kommen, dass wir hier sagen können, jo, das ist halt so jetzt anders und nicht mehr so, wie du mal gesehen hast oder hattest. Deswegen also, es wird sich da noch einiges tun. Vielleicht sagen wir hier dann auch nochmal, dass hier drüben irgendwie ein Straßenbahnabzweig oder sowas aus der Straße kommt. Aber in dem Fall würde ich das dann morgen in der Folge machen wollen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch erstmal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge von City Skylines zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann und ciao.